Hallihallo und herzlich willkommen zu Kolat. Ein etwas anderes Horror-Game. Es ist wieder mal der Montagshorror live auf Twitch aufgenommen mit Chat da unten. Ich erwähne es einfach sehr gerne. Es ist immer noch ganz schön laut. Ich dachte, ich hätte es gerade eben weit genug runtergeregelt, aber das Unreal ist ein bisschen an der Aufmerksamkeit zu hoch. Zu Recht, wenn irgendwie jedes Spiel mit Unreal Engine gemacht wird. Ich will gar nicht großartig erzählen, worum es hier geht. Ich will mich selber noch überraschen lassen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Jeden Montag 19 Uhr live auf Twitch. Wenn du mal dabei sein willst, kannst du gerne im Chat ein bisschen mitquatschen. So, hoffentlich. Wenn die Videos auf YouTube landen, weiß man ja nie, wie lange die da rumliegen. Am Ende kommt irgendwann in 10 Jahren einer und sagt, der Baumel, der ist ja nicht mehr live auf Twitch. Wie ist denn das möglich? Vor 10 Jahren? 56 years ago, Russia, the northern Ural Mountains. A group of 9 students of the Ural Polytechnic Institute embarked upon a difficult winter expedition to reach the Otorten Mountain. Cheers. Better. Their journey seemed to progress according to plan. However, on the 7th day of their trip, the weather conditions worsened. They lost their orientation and were forced to set up a camp on the slope of the mountain called Kolat Siakal. Danke, Dr. Pippi. It was their last stop. Okay. 3 weeks later in Yekaterinburg, when their families received no word of their success, the first rescue expeditions were sent. On February 25th, 1959, an abandoned encampment was found. The tent was torn down and covered with snow, with all the group's belongings left inside. Further examination revealed it was cut from inside out. The surrounding footprints indicated the crew had fled the tent. They were barefooted. This suggests a frantic escape, characteristic of people scared out of their wits. Two sets of prints led to a forested area down the slope. The rescue team found an improvised fireplace and 2 bodies. They were lying in but their underwear, with cuts and scratches to their limbs, suggesting they had tried to climb the tree in panic. Okay. What could terrify them so much? The next 3 bodies were found scattered a few hundred meters from the first discovery. One of them had suffered a fractured skull, this despite no evidence of a struggle. It took the spring thaw, 2 months later, to enable the rescue team to find the rest of the victims. The last 4 skiers were found buried in a thick layer of ice and snow. Their autopsies led to even more bizarre findings. All of the bodies had severe internal injuries caused by an undetermined force, similar to that of a serious car accident. No external damage nor bruises were visible, besides a tongue ripped from one victim's mouth and a strange orange skin color. Much speculation arose from these puzzling events. Such theories included attack from the local tribesmen, from an avalanche or animals. Each theory, however, only served to create more questions. The truth behind this tragic course of events remains unexplained to this day. What really happened? Maybe the answer still waits to be discovered, deep under the snow. Ja, scheint mal, Ivi, ihr habt ja vollkommen recht. Das ist wirklich angenehm, da brauche ich auch den Untertitel nicht. So, Juppeidi, das erste, was ich merke, ist Mausempfindlichkeit. Der macht die ganze Stimmung kaputt. Ja, muss leider sein. Muss leider sein. Blickrichtung ändern. Bah, wer nennt denn das so? Ich geh mal hier hoch. Anwendung zurück. Wer ist denn hier? Mythologie? Die Mythologie. 1337. Willkommen in der bärtigen Runde. Oh ja, oh ja, hier kann man viel panischer sich jetzt umschauen. Das ist schön. Und ein bisschen Motion Blur drin. Willkommen in der bärtigen Runde. Du hast jetzt auch ein Bart. Und solange du zuschaust, wächst der fleißig weiter. Ich wünsche dir viel Spaß. Wo fangen wir denn da mal an? Besten ist, wir hinterlassen. Wir haben in dem Spiel keine Beine. Wir können auch nicht richtig komplett runterschauen. So kann man sich gut drumrum mogeln. Wenn man keinen
Ich finde das voll gut, dass wir Fußstapfen hinterlassen. Das gefällt mir. Da können wir uns nicht verlaufen. Wehe, die schneiden dann irgendwann so. Ist hier irgendwas lang? Wir werden vielleicht auch irgendwann Fußstapfen finden. Ich lasse mich überraschen. Wir haben jetzt eine wunderschöne halbe Stunde miteinander. Ich schätze mir jetzt alles zu, oder? Alles verlassen, Mutterseelen allein. Das ist wahrscheinlich gerade Ferien. Nee, nee. Hier fahren hin und wieder Autos lang. Der Ort ist nicht verlassen. So schön ruhig. Ich glaube, das wird ein kleiner Spaziergang-Simulator. Ist aber auch mal schön. Komme ich hier nicht durch? Nee, die Tür lässt sich auch nicht bewegen. Dick und fett eingeschneit alles. Oh, die mega dicken Eiszapfen. Auch hier gibt es keinen Weg. Es wird ja bald Weihnachten. Aber wirklich, Weihnachtsstimmung kommt hier nicht auf. Folgen wir mal der Straße. Mich wundert's, dass wir alleine unterwegs sind. Warum nehmen wir uns denn niemanden mit? Interessiert doch sicherlich auch noch ein paar andere Leute, was hier geschehen ist. Da hinten ist ein Haus. Wie man automatisch anfängt, Sachen jenseits der Straße erforschen zu wollen. Der Wind hier überall durchpfeift, nicht schlecht. Ich will da gar nicht hin. Ich suche gerade nach irgendwelchen Anhaltspunkten. Komme ich hier hinten vielleicht durch? Nee. Ich will nicht die Straße lang. Springen kann ich auch nicht. Ist wahrscheinlich besser so. Aber sprinten kann ich. Okay, das ist schlecht. Das ist schlecht. Das suggeriert mir, dass wir irgendwann vor irgendetwas davonrennen müssen. Mr. Grizzly schreibt es gerade. Das Krasse ist, dass das Spiel auf wahren Begebenheiten beruht. So ist es. Die Story, die uns am Anfang erzählt wurde, ist wahr. Und es ist so eine Art Blair Witch Project auf Russisch. Eine kleine Horrorgeschichte. Zum selber spielen, nachspielen. Alles weiß in weiß in weiß. Ist immer was ganz anderes als sonst in den Horrorspielen, wo es doch sonst immer so zappenduster ist. Okay. Kahler Wald. Wundert mich. Ein Laubwald. Das heißt, es gibt hier auch schöne Sommermonate. Sonst wäre hier alles voll mit Nadelgehölz. Aber so wirkt es doch schon ein bisschen tot und trostlos hier. Oh. Das ist keine natürliche Formation. Das sieht nicht sehr natürlich aus. Bäume wachsen eigentlich immer zur Sonne. Egal wie schief der Boden ist, auf dem sie sprießen, sie wachsen immer nach oben zum Licht hin. Und nicht so gegeneinander. Coming to me. Oh. Nanu? Fußspuren? Von was? Sie sind weggeploppt. Wo kamen sie denn her? Haben wir eine Fährte aufgenommen? Ivy hat das bei Hirnsturz gesehen. Ist es gut? Ich weiß ja nicht. Ich weiß es nicht. Tobi Bound macht Werbung. Vielen lieben Dank dafür. Oh. Oh, okay. Was? Wo ist denn... In the end, the only thing I saw was a flash.
an insufferable burning light. The pain ripping apart my body. Was? I felt it tearing out of my soul. Wie bin ich hier? After a while, I was nobody. Nothing. Wie bin ich hierher gekommen? The light went out and I vanished into overwhelming darkness. Darkness ist gut. I welcomed the end with delight. Ich laufe einfach immer geradeaus in der Hoffnung, dass ich nicht über meine eigenen Fußspuren stolpe. Gar nichts. Kann ich auch kriechen? Oh! Oh! Oh, welcher ein Zufall. Das Zelt, von dem die Rede war, wir haben es gefunden. Hier sind Fußspuren. Fußspuren, die von hier fortführen. Drücke E. I am right behind you. Wir sind euch auf der Fährte. Der Kompass geht apeshit. Was ist los? Bobchen, hallo du. Hallo Tobi, du. Wir haben das Zelt gefunden. Und jetzt gehen wir auch jetzt auf Spurensuche. Fährtenleser. Vielleicht liegt auf dieser Gegend ja ein Fluch. Wer weiß. Oder irgendein Wesen treibt hier sein Unwesen. Have you ever tried to hold on to your humanity? When others convince you of being no more than a subject, an object, which they can bend to their will. When they told you that you were a monster that deserved punishment. When you could really not remember your sins. When they took away your loved ones. Leaving you to rot in the dark. The problem is, that in their darkness, you have never been alone. Was war denn das für eine goldene Gestalt? Was ist das für ein rotes Licht? Haben wir jetzt den ganzen Tag hier im Zelt zugebracht? Ich folge einfach mal den Fußstapfen. Drücke F, um Überlebensinfo anzuzeigen. Was? F? Warte, die Fußstapfen verschwinden. Hey! Sind fort. Wo soll ich hin? Was für merkwürdige Berge das sind. Und was ist das für ein Rot? Ein Turm? Ein Funkturm vielleicht? Ich vermute mal, dass wir früher oder später zum Zelt zurückfinden werden. Darum gehe ich erstmal hier durch. Oh ja, siehe da. Wir haben eine Spur. Ich weiß nicht, ob sich unser Strom verbraucht. Was bist du denn? Ein Meteoriteneinschlag? Ein Blatt Papier. I set out the moment I heard about the incident. I was in the area, so I reported to the unit myself to be automatically assigned to the case. I arrived at Vishai on February the 19th, a couple of days before the Institute's rescue group. While waiting for them, I started asking around to see if anyone from among the locals knew anything about the incident. One of them said he had a hunting cabin in the search region and knew the area very well. I decided to use him as a guide. When the rescue team had finally arrived, I explained to them what the unit's role was in this mission and that all discoveries or observations should be brought to my attention before anyone else's. We established priorities, checked the equipment, and set off right away. It was not until February the 26th we found the tent that I believe belonged to the students. Initial findings show that the people in the tent cut its sidewall and for some reason tried to escape from it in panic. The tracks in the snow led to a forest a kilometer and a half away. But the trail went cold after 500 meters, and we had to carefully search the entire area. This was not a place of any average incident. We had shivers crawling all over our bodies because of the atmosphere surrounding us.
I was convinced that something more than just an accident had occurred here. I had the feeling we were dealing with something unnatural. Spooky. Oh, wir werden hier noch viel finden. Und es wird uns vorgelesen. Ich liebe es. Hier haben wir wahrscheinlich die Originalseite, die wir gefunden haben, gerade eben auf Russisch. Von den Leuten, die das hier untersucht hatten. 1959. In Kyrillisch. Schön. Nicht Kyrillisch. Doch, ja, ne. Ja, X. Das wird uns vorbessern. Okay, ich gehe mal raus. What the fuck? Du bist tot? Okay, ich werte das jetzt mal als tot. Ich sollte den Sound leiser machen oder einen anderen wählen. Oh Gott. Sollte ich davor vielleicht wegrennen? Mirabella, ich wünsche dir eine wunderschöne Nacht. Ich renne mal lieber weg. Wo soll ich denn nur hinrennen? Zurück zum Zelt? Und nu? Bist du das Ding, das mich gefuttert hat? Nee, ich glaube, ich folge dir mal. Wird nicht dein letzter Tod sein? Sehr schön, Ivy, das motiviert. Oh, es wird... Oh, seine Sicht verschwimmt. Werden wir verfolgt? Nein. Wo ist es hin? Die Lichtfigur, wo ist sie hin? Da hinten. Okay, ich gehe weiter in diese Richtung. Okay. Verfolgt es uns? Was war das? Ein Außerirdischer? Ist hier irgendwas... Sind hier die Aliens gelandet? Badgesicht, einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Mensch, du kommst ja spät. Schon spät. Ich hab grad getrunken, Mann. Verschreck mich nicht so, Baume, ey. Selber schuld, aber trinkst du auch, wenn wir Horrorspiele spielen. Ein Brückchen. Ich nehme die Brücke mal, auch wenn sie ein bisschen obsolet erscheint. Flup, flup. Es wird Nacht. Von wegen ist, wir verbringen das Spiel im Schneeweißen und so. Nein, es wird stockdunkel werden. Ich höre eine weitere Seite. Was ist das? Koordinaten? Knistert und flattert. Ich will ja nicht runterfallen. Wo kommt das denn her? Von da oben? Oder was? Es scheint von überall zu kommen. Von links, von rechts. Irgendwo flattert eine Seite im Wind. Ich finde die. Jetzt sind es zwei? What the fuck? Oh Gott, sind das Totenschädel? Das sind gigantische Totenschädel im Berg. Wow. Was geht? Puh. Oh nein. Muss hier auch wieder wegrennen. We are sitting in room number 23. Although sitting might not be the right word, because we are running around trying to finish up packing anything else we could need. Food cans, tools, essentially whatever we get our hands on. We want to be sure that we took everything we could possibly need. We're running out of time. Damn it, where did I put my belt? I'm sure we forgot about something. We're almost ready. We lost the knife. We're counting the money. We're leaving the room in a complete mess. So, we made it to the train station. We're singing all the songs we know and making up new ones as well. Everyone is so excited. Finally, at around 3 a.m, we go to bed. I wonder, what is awaiting us when we get there? What will we see? How far will we make it? I hear the rest of the group breathing peacefully, and it's snowing outside.
Das klingt ja alles sehr freundlich. Okay. Oh Gott. Oh Mann, ey, ein Glück ist hier ein Seil in der Mitte. Meine Fresse. Was hat's denn mit diesen Schädeln auf sich? Bilde ich mir die ein, sind die echt? Ich höre eine Seite. Was ist das für ein Geräusch? Wow, was, der Berg glüht? Ah, hier hat's doch was mit Aliens zu tun, oder ja? Da drüben. Oh Gott, wie komme ich denn da hin? Kann ich springen? Ich kann nicht springen. Wie soll ich denn da hinkommen? Da drüben führt ein Weg lang. Kann ich hier rüber sprinten? Ich probier's mal. Oh Gott. Hey, bitte vorlesen. Okay, mache ich das eben. Svesk ist eine geschlossene Stadt in der Oblast Tomsk, Russland. 15 Kilometer nordwestlich von Tomsk am rechten Ufer der Tom gelegen. Sie befindet sich in den Händen von Rosatom, Russlands föderaler Agentur für Atomenergie. Die Stadt wurde 1949 gegründet und trug früher den Namen Pjajitprotschogodzhokotschoi. Jede Menge Symbole. 1956 erhielt der Ort das Stadtrecht. Die Stadt verfügte über mehrere Kernreaktoren und Chemiewerke zur Trennung, Anreicherung und Wiederaufbereitung von Uran und Plutonium. Sitz der russischen Forschungseinheit für Naturphänomene, bis 1991 sowjetische Forschungseinheit. Die Einheit konzentrierte sich auf die Erforschung von Naturkatastrophen in Russland. Naturphänomene, Naturkatastrophen, Nuklearforschung, da hinten glüht's. Sehr mysteriös. Fragezeichen. Okay, ich bin ganz froh, dass wir die. Ups, ein Point of No Return. Ich liebe diese Dinge. Die sagen einem irgendwie, dass man auf dem rechten Weg ist. Und dass es jetzt nur noch schlimmer wird. Sind die Totenschädel noch da? Ja. Wer macht denn sowas? Da haben die verstorbenen Präsidenten mal ganz getreu, naturgetreu ins Gestein geschlagen. Okay. Also ich folge meiner Faustregel. Im Zweifelsfall nehme ich das zweite von links. Das ist hier. In diesem Fall rechts. Für gewöhnlich ist es die Mitte. Keine Schädel, nein. So, Baume, jetzt läufst du über den Fernseher. Schön, schau mal. Bin ich jetzt in HD? Warte mal, komme ich hier wieder zurück? Sieht so aus, hm? Ich will's mal probieren, nur um sicher zu gehen. Nochmal Point of No Return, okay. Ich muss sagen, ich bin sehr gespannt, was mich hier erwarten soll. Ich kann leider nicht springen. Okay, wir landen jetzt hier unten. Das zweite von links. Führt uns anscheinend in eine Sackgasse. Ich hoffe, wir kommen hier wieder raus. Wenn ich einmal bergab gehe, hoffe ich doch, dass ich immer wieder umdrehen kann. Was da links auf dem Berg abgeht, das ist eine gute Frage, Dr. PP. Ich fürchte, da hat irgendwas mit dem Nuklearreaktor so seinen Schabernack getreten. Das ist der Wind, der durch diese Höhle pfeift. Das klang wie ein Heulen. Ich muss da hoch zu diesem Berg. Ich will da hin. Wenn ich irgendwo hin will, dann dorthin. Ah, okay, wir sind wieder hier. Ja, wir sind einmal im Kreis drumherum, Filibum. Gut zu wissen. Gut zu wissen, dass wir auch wieder zurück können. Wenn auch auf Umwegen. Ich werde mich jetzt ein bisschen ranhalten.
Sehr viel Ausdauer haben wir ja nicht gerade. Auch das gibt mir ein wenig Trost, dass es nur für Kurzstreckensprints reicht. Ist zwar irgendwo in einerseits anstrengend, weil man muss genau wissen, wohin man rennt, aber wenn ihm so schnell die Puste ausgeht, haben wir dort entweder etwas zum Verstecken dann, oder was es auch immer ist, was uns verfolgt, es verfolgt uns nicht sehr weit. Hier auch noch rauf. Nee, da hinten war sowas wie eine Kiste oder so, ein paar Schnüre gespannt. Okay, Kamabanga! Oh, paar, Alter! Wenn man nicht springen kann und so vertrauensmäßig auf die Klippe zusprintet, in der Hoffnung, dass ein Schritt einfach groß genug ist, den er macht. Das ist kritisch. Findest du die verschneite Berglandschaft schön, Grizzly? Ja, hart zu leben sicherlich, aber ich glaube nicht das ganze Jahr. Zumindest war dort vorhin ein Laubwald, dort wo wir angefangen haben. Aber das mit dem Laubwald hat sich hier jetzt anscheinend auch wieder gegessen. Gut, wir sind jetzt auch in den Bergen, nicht mehr am Bahnhof. Und das erklärt auch, warum die Stadt verlassen war. Wahrscheinlich wurde da dieses Reaktorprogramm eingestellt und alle, die dort gelebt hatten, waren einfach Angestellte der Forschungseinrichtung und des Kraftwerks und der Chemieabteilung. Die haben vor Ort gelebt und dann ziehen natürlich auch Händler dazu und so weiter. Oh, hier guck mal, Moos. Wie schön. Hier ist es einigermaßen warm und feucht in der Höhle. Was ist das für ein Turm? Sowas wie ein Eingang im Berg? Könnte sein. Ich hoffe, das ist nur der Wind, der durch die Höhle pfeift. Was? Du bist remarkable. Just like me. But you are losing your mind, my friend. You're slipping slowly into the abyss, and there is no one to give you a hand. And at the bottom, I. I'm the only one waiting for you. Mit wem redest du? Oder redet jemand mit uns? Es gibt so viele Wege. Der Sturm nimmt zu, man sieht immer schlechter. Ich traue mich auch nicht wirklich zu sprinten, ich gehe lieber nur. Nicht, dass unsere Ausdauer aufgezehrt ist in dem Moment, wo wir sie brauchen. Ich schalte mal lieber auf die Taschenlampe. Oh, Junge, Junge, warum tust du dir das an? Warum wanderst du hier in der Nacht durch? Warum nicht am Tage? In der Nacht muss es doch höllenkalt sein. Es war die Rede davon, dass hier irgendwelche... Ich glaube, du rennst im Kreis. Ach, Eevee. Sag doch nicht sowas. Ich glaube nicht. Es war die Rede von irgendwelchen... Natives? Irgendwelchen Ureinwohnern? Ne, Ureinwohner klingt gut. Irgendwelche... Stämme? Ist da ein Gesicht? Nein. Füllt mir schon Dinge ein. Ja, ich höre eine neue Seite im Wind flattern. Flop, flop, flop. Baume. Hol mich, Baume. Ich habe köstliche Informationen für dich. Wie ist das Zeug hier hingekommen? Es hieß doch, es seien alle gestorben an dem Zelt. Und ein Handy? Nee, nur eine Lampe. Mysteriöse Lichter über dem Kosmodrom Svobodnyj. In der Nacht vom 4. auf den 5. Juli wurden mysteriöse Phänomene am Himmel beobachtet.
Zeugen sagen aus, sie hätten eine grell-orangene Kugel gesehen, die mehrere Male über den Stadtrand zog, chaotische Bewegungen vollführte und schlagartig ihre Flugrichtung änderte. Schließlich war das Spektakel vorüber und die Kugel verschwand. Luftfahrtexperte Major Girka. Kein fliegendes Objekt, das wir kennen, ist in der Lage, sich auf diese Art und Weise zu bewegen. Das Militär und das Personal des Kosmodroms wiegelten unsere Fragen ab, distanzierten sich von den Ereignissen und gaben zu Protokoll, dass weder Aktivitäten aufgezeichnet noch Tests durchgeführt worden seien. Oh, überleben. Im Tiefschnee zu laufen, umschalt links, ist anstrengend. Passe dein Tempo den Bedingungen an, damit dein Körper nicht ermüdet. Bevor du eine längere Strecke in Angriff nimmst, solltest du dich am Lager ausruhen und dir eine sichere Route zurechtlegen. Du kannst dieses Objekt näher betrachten, rechte Maustaste, um es besser zu erkennen. Du kannst jedes Objekt näher betrachten mit der rechten Maustaste. Ah, oh, das ist gut. Das ist gut, so kann ich besser lesen. Sehr schön. Benutze die Taschenlampe, um einen Weg auszuleuchten. Ach so, wirst du für andere besser sichtbar. Ah, okay. Beobachte deine Umgebung genau, um dich mit Hilfe der Karte und des Kompasses besser orientieren zu können. Wow, das ist ja eine Mischung aus Profiler, Entdecker, Survival. Wow, also ein Walking Simulator auf Horrorschiene der irre realistischen Art. Schwer zugängliche Feldsteige können dich an interessante Orte führen oder Abkürzungen sein. Um sie zu erreichen, musst du manchmal unter Hindernisse hindurchkriechen. Steuerung links. Oder an ihn herunterspringen. Es gibt noch einiges zu finden. Logbuch. I set out the moment I heard about the incident. I was in the area, so I reported to the... We are sitting in room number 20. Okay. Okay. Ach, das war ein Zeitungsartikel. Was war denn das für eine Stimme? Hab ich gerade wen gehört? Da ist das Zelt. Und wo bin ich jetzt? Boah! Junge, Junge, Junge! Und wo bin ich jetzt? Junge, Junge, Junge! Wo bin ich denn? Kartenzoom, rechte Maustaste, Karte minimieren, linke Maustaste, Karte schließen, M. Wo bin ich denn jetzt? Oh, H und C. Oh, ich schätze mal da, wo rot ist, ist Norden. Und wo bin ich jetzt? Die zwei Karten haben wir, glaube ich, gefunden. Dann sind wir hier rüber. Nee. Hä? Hier ist irgend... Wow. Das kann ja auch noch interessant werden. Boah. Und wann merke ich, dass ich erschöpft bin? Wo ruhe ich mich aus? Huch, wer hat denn hier seine Skistöcke und seine Windschutzbrille vergessen? Okay. Eine kleine Kirche? Hey! Du! Können wir mit dir reden? Wer bist du? Was bist du? Drüben geht's lang. Die rennen alle zur Kirche. Baume, ich verabschiede mich mal wieder, du geiles Stück. Prächtigen Stream dir noch. Tobi, dankeschön. Dankeschön. Dankeschön, Tobi. Dir selber auch noch einen schönen Abend. Auch ich werde jetzt eine kleine Pause einlegen. Wir haben die... Huch, das war der falsche Knopf. Hup. Bäh. Wir haben die halbe Stunde locker voll. Wir sind bei 33 Minuten. Ich hoffe, die Bäume, die hier so wackeln, wackeln nur vom Wind und nicht, weil sich etwas dran vorbeischiebt. Boah. Das könnte lange dauern. Es kann aber auch interessant und lohnenswert sein. Ich bin gespannt. Es klingt sehr nach einer interessanten russischen Horrorgeschichte. Sehr viel wandern, flüchten. Ich
weiß noch nicht, was mich erwartet. Ja. Denn vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ich bin der Baume. Auf Wiederschauen und reingehauen. Tschüssi.